Hallo alle miteinander, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal mit einem altbekannten Gesicht heute, mit der Luise. Da gab es schon einige witzige Videos, die verlinke ich euch mal oben, könnt ihr euch angucken. Und ich würde sagen, wir starten in eine neue Runde. Es könnte sehr spannend werden, darum bleibt dran. Luise, mach einmal Folgendes. Schließ bitte einmal deine Augen. Konzentriere dich einfach mal auf meine Stimme. Fühl dich völlig wohl. Und Luise, atme mal einmal ganz tief ein. Genau. Und wieder aus. Und fühl dich völlig wohl und entspanne deinen Körper so gut es geht. Und nochmal tief einatmen. Ganz tief spüren, wie der Atem durch deinen Körper fließt. Und wieder ausatmen. Und ich möchte, dass du jetzt immer schneller anfängst zu atmen. Genau. Du atmest ganz tief ein und die Atmung wird langsam immer schneller und intensiver. Mit jedem Schnippen merkst du, wie du immer schneller anfängst zu atmen, immer schneller, immer tiefer. Du spürst, dass sich der Körper dabei entspannt, obwohl du immer schneller atmest, noch schneller. Es geht noch viel, viel schneller, tief ein und aus, noch schneller, immer mehr und mehr, so schnell wie es geht, immer tiefer, immer mehr und mehr. Du spürst, wie der Atem durch den ganzen Körper geht. Nochmal ganz tief ein und wieder aus, tief ein und schlaf. Tief und fest und du lässt völlig los. Fühl dich völlig wohl, wohl und entspannt. Treiben lassen und geschehen lassen. Lass ich deine Hand fallen, sinkst du 1000-mal so tief wie noch nie zuvor. Fühl dich völlig wohl, wohl und entspannt. Diejenigen von euch, die jetzt gerade dieses Video zum ersten Mal sehen, denken sich wahrscheinlich, hä, was war denn das? Nun ja, das ist ganz einfach. Ich habe Luise ja schon einige Male hypnotisiert hier auf diesem Kanal und deshalb funktioniert das mit der Hypnose relativ schnell bei ihr, weil sie sehr, sehr schnell in diesen Zustand geht. Und man sieht ihr das auch wirklich an. Ihr Körper ist ja wirklich komplett entspannt. Also da gibt es überhaupt keine Anspannung im Körper. Für sie ist das ein sehr, sehr angenehmes Gefühl. Ich würde sagen, wir legen mal los und wir testen einige Suggestionen. Oh doch. Luise, ich zähle von 1 bis 3. Bei 3 kannst du die Augen öffnen. Du wirst nicht aus dem Zustand erwachen. Du bist der festen Überzeugung, deine rechte Hand ist auf einmal der kitzligste Körperpart, den du an deinem Körper hast. Sobald ich dich an der rechten Hand berühre, musst du einfach nur noch lachen, denn du bist das so dermaßen kitzelig. Das ist echt verrückt. So kitzelig war es da noch nie. 1, 2, 3. Gib mir mal kurz die Hand. Schön, dass du heute hier bist. Nicht wahr? Also mit Hypnose kann man ja eine ganze Menge Sachen machen. Und womit? Ich soll dir deine Hand zurückgeben. Was gezählt? Das gezählt! Was jetzt? Das hier? Das kitzelt dich? Was ist denn kitzelig da dran? Schlaf tief und fest. Fühl dich völlig wohl. Zähle jetzt von 1 bis 3. Bei der Zahl 3 kannst du die Augen öffnen. Und bei der Zahl 3 habe ich das neueste Produkt des Jahrhunderts hier, nämlich diesen wunderschönen roten Umhang, den ich gerade in meinen Händen halte. Und dieser Umhang hat das spannende Phänomen, dass er alles, was unter ihm ist, unsichtbar macht. Das klingt verrückt, ist aber so. Sobald irgendetwas unter diesem Umhang steckt, ist er absolut unsichtbar oder ist alles absolut unsichtbar. Und es passiert natürlich noch was weiteres. Du bist ja nicht blöd, du erahnst sofort, was das für ein Umhang ist. Das ist nämlich der originale Harry Potter Tarnumhang. Und zufälligerweise bist du der größte Harry Potter Film-Fan, den es gibt. Du hast alle Filme gesehen und dir dämmert das erst nach einer kurzen Zeit. Du errätst das nicht direkt, aber nach einer Zeit wird dir klar, wow, das muss dieser Harry Potter Tarnumhang sein. Und für dich gibt es einfach gar keine Grenze mehr. Du bist total begeistert. Also du weißt, du bist völlig fasziniert. Also sowas findet man auch nur bei einem Hypnotiseur. Und bei Zahl 3 öffnest du die Augen. Alles, was ich gesagt habe, tritt ein. 1, 2, 3. Einmal die Augen auf. Geht's dir gut? Ja. Entspannt. Super witzig, Luise. Ich habe hier so ein neues Wunderprodukt. Ich kann dir das mal zeigen. Guck mal, Hand.
Ich lege diesen, Moment, so, ich lege diesen Umhang über die Hand. Wie hast du das gemacht? Zauberei. Pass auf, Achtung, wieder da. Willst du auch mal probieren? Ey, pass auf. Nein, mal ganz ehrlich, ist das... Mach du mal so, mach du mal, mach mal eine Faust. Ja, warte mal ab, guck mal, du siehst deine Hand, ne? Deine Faust. Achtung. Fass mal da an, spürst du sie? Wahnsinn. Ist das der Umhang von Harry Potter? Ja, das ist ein Tarnumhang, genau. Ich hab gedacht, das wäre nur so lustig gefilmt worden. Nein, das ist... Nein, natürlich nicht. Wie kann das sein? Ja, weiß ich nicht. Du kannst auch dein Bein unsichtbar werden lassen. Das ist sehr amüsant. Warte. Und? Ich sehe nichts mehr. Hier etwa? Nee, ich glaube, unsichtbar. Hier, ich habe nur noch einen Kopf. Ja, genau. Ey, Wahnsinn. Wie fühlt sich das an, wenn du gerade nur also den Stuhl siehst, aber nichts anderes? Ich kann das nicht beschreiben. Das fühlt sich nicht an, als wenn was weg ist, aber man sieht ja nichts mehr. Das ist ja blöd. Ich. Ist das Bein weg? Ich verstehe das nicht. Ja, ich auch nicht. Ich hab immer gedacht, das ist nur so lustig gefilmt in den Filmen. Nee, Harry hat mir, also ich kenne Harry ja ganz gut, man kennt sich ja, ne, untereinander. Ben hat ihn mir mal vorgestellt und dann hatte er den übrig und hat mir den mitgegeben. Für die Videos. Hey, Wahnsinn. Das ist verrückt, ne? Aber benutzt du den oft? Ja, natürlich regelmäßig. Also ich schleiche mich damit immer raus, damit mich meine Fans nicht erkennen. Dann lege ich den um und gehe aus dem Haus raus und werde nicht belagert. Ich habe keinen Arm, ich habe nur noch einen Arm. Das ist Wahnsinn. Hey, und bist du großer Harry Potter-Fan? Ah, voll. Hast alle Filme gesehen? Ich bin damit groß geworden. Ach so. Ja, ich zufällig auch, aber das ist eine andere Story. Ja, das ist Harry Potter, das ist Wahnsinn. Ne? Ich finde das auch. Würdest du am liebsten mitnehmen, ne? Ja, voll. Also. Oder wenn mal wieder zu Hause die Kinder nerven, weg. So. Mama ist weg, tschüss. Du kannst ja ausprobieren mal, ob das klappt. Wie witzig. Boah, ja. Wahnsinn. Ich finde es auch amüsant. Da musst du gut mit umgehen, vorsichtig sein. Natürlich gehe ich damit gut. Ich gehe mit allem immer gut um. Schlaf tief und fest. Vielen Dank für die Idee, die kam von jemandem hier auf diesem YouTube-Channel. Grüße gehen raus. Super, sollte man mal ins Showprogramm eigentlich einbauen. Könnte ein sehr, sehr witziger Effekt sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Wird sehr, sehr spannend. Wenn ihr noch Wünsche oder Ideen habt, schreibt es in die Kommentare. Und apropos, wir suchen auch wieder Leute. Also sei dabei, melde dich gerne bei uns. Lass dich hypnotisieren, wir würden uns freuen. Also bis dahin, ciao.